Guck, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück zu Jack Zockt Blind Shadow of the Tomb Raider. Das sexy Lara Croft. So. Lara, bereit weiterzumachen mit mir hier? Na, los, komm. So. Wir sind das letzte Mal hier in diesem Dorf angekommen. Ein Dorf, welches als verlorene Stadt bezeichnet wird. Ich bin schon ein bisschen rumgelaufen hier. Und habe mir ein paar Sachen angesehen. Und jetzt habe ich Monolithen gemacht. Und jetzt gucke ich mir erstmal an, was hier alles zu finden ist. Bevor ich jetzt die Hauptstory weitergehe, gucke ich mir erstmal hier in diesem Nest um. Was gibt's denn hier hinten? Ich habe auch den Hinweis bekommen in der letzten Folge, dass ich ja die Schmiede gekauft habe. Also hier den DLC. Was? Fehlende Ausrüstung. Verstärktes Messer. Ja, wo kriege ich das her? Was ist hier? Kann ich ihn Alles mitnehmen? voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Immer derselbe Text hier mit dir, Lara. Hier lang. Hier ist ein Seil zum Runterrutschen. Hier ist was zum Klettern. Hier kannst du die reinstellen und hier, guckt hier, huldigt der Lara. Ah, huldigt der Lara. Kommt und kniet nieder vor der Lara. Ja, weiter. Ja. Was haben wir hier noch? Wir können so springen. Karte aktualisiert, Monolith entdeckt. Ja, Monolith. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Was kannst du eigentlich? Ja, weiter, ja. Da lang. Was ist das schon wieder? Hier ist dicht. Geht's hier dann etwa weiter, wenn ich der Hauptstory gefolgt bin, oder was ist das hier? Also das ist das ganze Gebiet, was ich jetzt abgegangen bin hier, oder was ist das? Das ist Kuvakyaku, das Nest. So, hier war der Dschungel. Hier war ich, hier ist das dieses Dörfchen. Hier bin ich durchgelaufen. Prüfung des Adlers und das ganze Ding. Und jetzt sind wir hier in der verlorenen Stadt. Und hier sieht's aus wie so Vulkan. Ist das hier etwa das hier, das ganze? Das sieht aus hier, wenn ich das hier angucke, könnte sein, dass das hier das ganze Gebiet ist, wo das gesamte Spiel spielt. Müsste man hier von Weltkarte 28% abgeschlossen. So, dann lassen wir das Ding hier erstmal wieder in Ruhe. Und gucken uns das mal restliche Dorf an. So machen wir das. Da hinten durch die Tür komme ich nicht durch. Ich kann ja noch nicht mal einen Bogen ziehen, das ist doch scheiße. So, die wühlen hier am Wasser rum. Ach, weiter. So, wo ging es hier hin? Ja, das ist schon wieder das Loch, wo ich schon mal drin war. Ja. Ja, was ist denn hier? Über Stock und über Stein und manchmal auf dem Dach. Ja, weiter. 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 Was gibt's denn hinten? Ein Tümpel. Zum drin tanzen. Zum drin schwimmen. Da gab's doch bestimmt was hinten drunter. Das Lara kann ja nichts. Die schwimmt ja noch nicht mal. Ja. Monolith entdeckt, wo? Ach da. Wieso ist das Schloss davor? Weil ich den nicht lesen kann, oder? Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Ach so. Muss hier oben noch ein Schlüssel davor sein, genau. Schloss davor sein. So. Da kann ich hochkraxeln.
Was gibt's denn hier hinten? Gibt es irgendwelchen Plunder, den sie nicht mitnehmen kann, weil sie schon wieder voll ist? Oh ja. Schwimmen wir mal dahin. Alles schön erkunden hier. Und dafür muss auch Zeit sein. Wenn die haben das nicht umsonst ins Spiel eingebaut. Da können wir das auch nutzen. Aber hier unten. Ich sehe gerade nicht, wo es hier hinten irgendwie weitergehen könnte. Dafür ist irgendwas. Ach so, ja. Lara kann ja unter Wasser Erz abbauen. Das ist schön. Wo geht's hin? Na, hüpf. Geht's hier in die Schmiede? Hier ist Wasser. Gucken wir mal. Na. Aber hier ist dicht, oder? Gehen wir erstmal wieder hoch hier. Bevor uns die Lara hier ersäuft. Du hast eine Lampe dabei. Kann man die Lampe irgendwie manuell anschalten? Da muss man wirklich darauf vertrauen, dass Lara das selber macht. So geht es irgendwie nicht weiter. Keine Ahnung. Da drüben. Nee, Gott, kriegen wir wieder vor hier. Aber da drüben hier noch eine Tür oder sowas. Ne, ist Lara entdeckt. Lara für Lara. Irgendwo konnte ich doch hochkraxeln. Hast du irgendwas Neues hier zu melden? Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Sag mal, ist das, gehört das hier zum Outfit? Weil sie, als wenn sie ihr Bein tätowiert hat. Hat die, Lara, hast du dir dein Bein tätowiert? Oder ist bloß an direkt so hier diese Stämme hier, die haben ja meistens dann so wie so Kriegsbemalungen und bemalen sich überall mit so einem Zeug. So haben sie bei Lara wahrscheinlich ja auch gemacht. Was hat sie ja an beiden Beinen, wie Socken sind das? Ich glaube nicht, dass sie hier. Naja gut. Eine tätowierte Lara. Oh, hier irgendwo ging es hoch an den Baum. Ja, kannst du hochkraxeln. Was gab's denn hier noch hoch mit dir? Ist dieser Teppich, den du hier anhast, ein bisschen unpraktisch? Oh, hier rüber, ja. Ich will in diese Schmiede rein. Wo ist das Ding? Notfalls gucke ich da einfach mal nach, wo die Schmiede ist. Aber nicht jetzt. Und nicht in dieser Aufnahmesession. Oh, rüber hier. Und hopp. Und hopp. Fähigkeitspunkt verfügbar. Das klingt doch mal nicht schlecht. Na, nimm mit. Hier geht's noch hoch. Und hier? Das ist bloß der Wasserfall, wo ich erst unten rumgeschwommen bin mit der Lara. Ja. Hoch da. Und nu? Jetzt bin ich verwirrt. Was ist denn hier? Ich kann den Bogen aber nicht ziehen. Ist da irgendwas, muss ich das wegräumen? Wie kriege ich das weg hier? Scheiße. Ich dachte hier, dass du deine Hartenäxte da, ja, deine Kletteräxte da reindonnerst und dann das Ding wegmachst.
Aber ich sehe gerade nicht. Jo, hier wäre bloß das Ding hier hinten. Ich weiß nicht, ob das eine Wand ist, die man irgendwie wegmachen muss. Oder ob man von hier aus einfach nur irgendwo hinspringen soll. Da unten liegt der Buch. Wollen wir uns gleich. Jo, was ist denn hier? Was ist, wenn ich hier irgendwo dran springe? Gar nichts. So, hier holen wir uns mal das Buch. Der erste Geist. In einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Ach so. Ja. Wie komme ich jetzt, wieso soll ich da hochklettern? Was gibt's dort oben? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So. Du sollst hier diesen Körper machen, diesen Hechtsprung, diesen, ja. Muss ich glaube ich sofort C drücken. Und hier unten in der Höhle kamen wir auch nicht weiter, hatte ich ja schon. Das war hier dieses Wasserloch gewesen. Gucken wir uns hier nochmal um. Was? Sag das noch einmal zu mir und ich reiß dir sämtliche. Hier unten, hier war irgendwas zum Mitnehmen. Oder war das hier oben? Was ist das? Überlebensversteck, ja, hier? Ja. Warte mal, das guck ich. Nee, das Ding hier. Wo ging. Nee, ach Mensch. Wo ging's denn hier hin? Ach, wo ich erst war. Gucken wir mal nach, wie weit wir hier kommen. Oder? Oder. Die Tränenjagd. Pass auf. Wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. So. Habe ich das schon gemacht? Schwarzmähnenwolf. Warte mal, wo? Ja, geradeaus und dann rechts. Kann ich dem das sagen, dass ich das gemacht habe? Die wehrlosen Tierchen habe ich doch schon abgeschlachtet. Komme ich von hier aus jetzt dorthin, wo ich das letzte Mal hin wollte? Nee, eigentlich nicht. Da komme ich ja hier lang. Ich wollte hier hin. Ja. Was ist denn das hier? Wo komme ich denn hier hin? Hier bin ich jetzt. Hier. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Jetzt gehe ich erstmal die Richtung. Jo, kletter mal drüber. Ah, sie kann es noch. Sie kann es noch. Schön durch den Matsch. Ach, deswegen sind die Tattoos so dran, damit der Matsch nicht kleben bleibt an dir. Höchst interessant, neues Lager entdeckt. So, wo bin ich jetzt? Hier. Hier habe ich doch den kleinen Wichtel gefunden. Bin ich hoch? Nee. Voll. So. Alles so neblig hier. Was ist denn das? Da war irgendwas. Das war doch bloß eine Blume. Hier lang. Was gab's denn hier hinten? Ach, hier ist das Ding wieder. Was? Ja, das hat man ja schon. Da bin ich hier wieder. Da drüben, wo ich nicht hin, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme.
Wie gesagt, ich hätte ja gedenkt von der anderen Seite aus. Gehen wir mal wieder hier hin. Ja, von hier sind wir doch gekommen. Nee. Jawohl, von hier aus wollte ich da drüben dran. Ja, gibt's aber nicht. Kann ich ja von der Seite hier... dass ich von hier oben irgendwie dorthin komme. Gehen wir mal zurück ins Dorf. Das kriege ich schon irgendwie raus. Immer ganz gemütlich. Ja, wo ging es denn hier hin? Was gab's denn hier? Da konnte ich mich rüberschwingen. Kann ich mich rüberschwingen? Machen wir mal. Dezimaler Absturz. Haken an 3, was? War das jetzt so geplant? Sollte das so sein? Jetzt ist es weg. Jo, jetzt ist es weg. Kann ich jetzt retten? Ah, jo. Ey, was haben wir denn hier? Karte. Dokumente. Dann haben wir hier noch so ein Ding. Aber die Wölfe, die hat man ja gemacht gehabt. Aber wieso ist das immer noch so? Wann du rechts, Doktor? Ist hier oben noch was? Überlebensversteck hier. Hier ist doch genau drauf. Hier lang. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Mhm. Sklaverei ist scheiße, ne? Ja, geh mal hier rüber. Ja, was denn hier jetzt, ey? Wo war ich denn gerade? Was? Alte Dialekte. Kann ich jetzt die Monolithen hier, die erst verschlüsselt wurden, hier lesen? Nee, immer noch nicht. Oder muss ich mir das erst angucken gehen? Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Wo bin ich hier eigentlich? Also hier aus dem Dokument hier gerade aus. Hier brauche ich den Scheiß wieder. Und das Ding, die garantiert hat er hier dahinter. Gut, okay, komm ich da nicht hin. Ja. Gehen wir noch mal zu der Wolfshöhle, aber wie gesagt, das hätte ich da eigentlich gemacht gehabt. Oder sind da neue Wölfchen gespawnt? Guck mal hier, die Knochen. Hey, wo sind meine Waffen? Aber wie gesagt, das haben wir schon gemacht gehabt. Habt ihr noch was? Hey. Ne, das hatten wir schon. Ja, ihr seht auch, das hat man. Da bin ich ja froh, dass ich das schon gemacht habe und nie mit dem Bogen die Dinger hier machen muss. Ich weiß nicht, wohin meine Knochen hier hin sind. Halt dich fest. Jetzt gehen wir zurück ins Dorf. Wir haben jetzt noch nicht viel gerissen in der Folge heute hier. Ja, lang. Ein doppelter Schlammlöhrer. Ja, rüber. Voll dich. Wie schön sie sich hier rüberrollt. Ja. Das hat sie erstmals bei Rise of the Tomb Raider gemacht. In der Wüste da. In Sibirien. Nee, Quatsch, Sibirien. Aus Libyen.
Eine Weltkenntnis hat er gar. Nö, war da ja. Also komme ich ganz normal dorthin zurück. Hört er irgendwie dazu. So, jetzt gehe ich nochmal hier hinten in die Richtung. Da war noch irgendwas. Hier. So, hier lang. Und hoch. Ja, da hinten oben war ich doch aber. Kletter mal hoch, ja. Komm. So. Hier soll es irgendwie hier hinten, da. Da unten. Das Lager? Oder da unten dran vorbei? Oder wie haben die sich das vorgestellt? Ja, halt dich doch mal fest. Ja, dann nehmen wir so wieder das Spenstig, Lara. Warte mal, warte mal, warte mal. Da haben wir nichts zum Festhalten, ja, oder? Nee. Fällt sie bloß wieder runter und stirbt mir. Hier ist so ein Felsen. Das ist das Ding hier. Hier war ich weiter müssen, denke ich mal. Hier geht's rein. Da kann ich durch die Löchel hier. Ja, das ist der Weg. Da muss ich doch irgendwie durch. Ich gehe jetzt noch mal, warte mal. Genau so. Ja, runtertauchen soll es jetzt nicht unbedingt, aber jetzt hast du ja schon einen Echtsprung für die Show gemacht. Das ist schon mal gut. Was war hier? Ich glaube, da müssen wir doch erstmal der Story weiter folgen. Damit wir hier an solchen Orten weiterkommen. Geht das auch auf Deutsch? Missionsgeber entdeckt. Wo denn? Wer denn? Wie denn? Was denn? Ja, der hier, die hier, die Nackschen hier. Nee. Der hier. Da drüben. Mission nehmen wir alles mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Ich habe zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Guck mich gefälligst an, wenn du mit mir sprichst oder wenn du mit Lara sprichst. Aber ich hab's gesehen. Hä? Jo, erstmal Buddha ausräumen. Aber nicht lügen. Da ist noch einer. Ich kann ihn sehen, auch wenn sonst niemand kann. Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel. Und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid. Du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco den Toten sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Oh so. Wo ist das? Wo meint er jetzt? Jetzt geh ich erstmal hier lang wieder hoch hier. Warte mal, steht das hier irgendwo? Unurato auf dem Markt treffen. Das Ding ist ja richtig groß hier, Mensch. Was ist denn hier? Jadewürfel, hier muss ich dann hin für die Jadewürfel. Ja, wo bin ich? Ach, hier können wir noch eine ganze Weile erkunden hier. Was ist mit dir in Ordnung? Ja, hier. Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Ja. Wie auch immer. Wo bin ich jetzt? Ich will hier nochmal hin, hier hinten hin. Aber das wird jetzt ein elender Fußmarsch wieder werden hier. Was ist hier? Was haben wir hier? Oh, hätte ich fast übersehen. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt.
Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Wo ging's denn hier hin? Hier ging's runter. Links ging's runter, geradeaus. Hier ging's hoch. Und dann gucken wir uns mal den Rest von der Stadt hier an. Das scheint ja doch etwas größer zu sein. Hier hin will ich. Jo, hoppala. Krieg ich hoch da. Speisern führt zu den kurzen Donaussetzern. So, hier, das hier will ich mir angucken, wo ich wie hier hinkomme. Komme ich dort überhaupt hin? Brauche ich da wieder fehlende Ausrüstung? Hier ist nix. Ist nichts. Nur hier. Hier bin ich hier davor. Los. Wir haben es ja irgendwie alles abgenommen hier, den ganzen Scheiß. Was soll denn das? Was seid denn ihr für Pfeifen? Hier oben war ich auch schon. Hier komme ich hier nicht weiter. Da komme ich hier irgendwie dahin. Ist alles irgendwie hier dahinter. Kannst du das Ding jetzt lesen? Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Ja, beruhig dich mal, komm. Hier irgendwie in dem Sumpf hier kommen wir noch nicht ganz weiter. Wüsste ich momentan nicht wie. Kommt wahrscheinlich noch. So, hier ist bloß der Vorratschuppen. Hier unten auch nichts. Hier hinten ist bloß so eine Schüssel, Zeug, was ich nicht mitnehmen kann. Was war denn hier? Kommt sie hier weiter? Das sieht aber auch bloß aus, als ob sie hier zu dem See kommt. Aber hier hinten waren wir doch. Wir gucken jetzt erstmal vorne das Dorf an. Machen die eine Mission. Lange haben wir nicht mehr. Wir haben noch 5 Minuten ungefähr. So. Da sind wir eigentlich auch schon fast wieder durch. Haben nichts geschafft hier in der Folge. Das ist auch mal nicht schlecht. Sind nur hier rumgerannt. Und haben unseren eigenen Verstand gesucht. So, jetzt gehen wir mal hier vor und gucken uns hier vorne weiter um. Was war das hier, der Markt? So, mit dem einen kommt man noch quatschen da vorne. Ja. Ach nee, haben wir gerade. Das ist ja der. Wir brauchen nicht alles immer doppelt anhören. Kommt wieder da lang? Na, mehr oder weniger. Hier ist noch ein Becher. Da vorne ist noch ein Dokument. Nehmen wir. Ja. Wirst schon recht haben. So, hier hinten? Ja. Dokument. 30. November 1603. Begleitet von einem einheimischen Führer verließen Lopez, die Soldaten und ich die Stadt schon vor Tagesanbruch. Es war der richtige Zeitpunkt, da sich eine entsetzliche Grippe unter der Bevölkerung verbreitete. Lopez ist davon überzeugt, dass sich das Artefakt nicht innerhalb, sondern irgendwo außerhalb der Stadt befindet. Ich fragte ihn, ob es nicht heuchlerisch sei, die Hilfe derjenigen Leute in Anspruch zu nehmen, die er so verabscheute. Ich verabscheue sie nicht, antwortete er mir. Ebenso wenig, wie ich diese Molosser verabscheue. Sie sind alle Kinder Gottes, so wie wir. Ich sagte ihm, ich wäre verblüfft, ihn so reden zu hören, doch er nahm meine Hände und wir beteten. Die Kraft seines Glaubens floss in mich hinein, bis ich spürte, wie die Ketten des Zweifels von meinem Herzen abfielen. So, was liegt hier noch? Noch was? Ein Rucksack. Geheimnis entdeckt. Es ist schön, wenn sich das ganze Zeug hier aufdeckt. Da weiß ich nämlich genau, wo ich hin muss. So. Was ist denn hier unten? Krypta.
Mensch, was wird ein Erkundungszorn der nächsten Folge hier? Das ist. Da oben war noch so ein Becherlein. Ja, hoch hier. Ah, hier ist noch so ein Ding. Oh, das hat man schon, oder? Rechts von Lara. Hm? Jo. Hier dahinter wieder, was? Natürlich, was denn sonst? Ja. Wir werden wohl in der nächsten Folge an derselben Stelle anfangen wie in dieser Folge. Bei dem Lager oben. Deswegen kriege ich jetzt nicht noch extra weiter. Und sag, für diese erkundungsreiche Folge Dankeschön und auf Wiedersehen.